Klaus Ernst hat jetzt das Wort für die Fraktion Die Linke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Präsidentin, sehr geehrte Herr Weiß, Sie haben ja eben einen glänzenden Auftritt gehabt, in dem Sie bewiesen haben, wie man um eine Frage rumeiern kann, ohne sie zu beantworten. Das war wirklich ein Glanzstück. Und ich möchte Ihnen auch noch mitgeben, Sie haben offensichtlich auch keine Ahnung von der betrieblichen Realität. Hätten Sie eine, würden Sie feststellen, dass es kaum einen Menschen gibt, der einen Betrieb anfängt und dasselbe verdient wie der, der vielleicht schon 15 oder 20 Jahre im Betrieb arbeitet. Das ist die Realität. Und deshalb ist es überhaupt nicht notwendig, irgendeine Regelung zu treffen, dass Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer, wenn sie in so einem Betrieb verliehen werden, auch noch weniger kriegen als die, die sonst in dem Betrieb anfangen. Warum eigentlich? 9 Monate ist Humbug und Sie stehen offensichtlich genau auf der Seite der FDP bei dieser Frage, sonst hätten Sie hier eine klare Antwort gegeben, Herr Weiß. Die sind Sie schuldig geblieben. Und weil Sie sehr Geld und weil Sie sehr, sehr gern, Herr Weiß, offensichtlich ablenken von der Verantwortung dieser Regierung und auch von Ihrer eigenen. Natürlich. Sie lenken ab, wenn Sie sagen, das sollen doch jetzt mal bitteschön Gewerkschaften und Arbeitgeber regeln, weil Sie sich weigern, einen gesetzlichen Mindestlohn durchzusetzen, und zwar flächendeckend. Für die Armut in Deutschland, Herr Weiß, für die Armut der Menschen, die arbeiten und trotzdem von diesem Lohn nicht leben können, ist diese Regierung und Sie mitverantwortlich. Da können sich die Menschen bei Ihnen bedanken in diesem Land, um das auch mit aller Klarheit zu sagen. Und um es deutlich zu machen, wenn wir 1,4 Millionen Menschen hier haben, die trotz Arbeit ihren Lohn aufstocken müssen, und wenn wir 330 davon in Vollzeitarbeit haben, wenn wir 6,55 Millionen Niedriglöhner haben in diesem Land und wenn wir wissen, dass die Zahl steigt, seit Sie regieren, dann könnten Sie vielleicht ein wenig demütiger sein, wenn Sie hier nach vernünftigen Lösungen gefragt werden und nicht Sie abschieben auf andere. Meine Damen und Herren, das Nichtstun der Bundesregierung ist Ursache für diese Armut. Im Übrigen, Frau von der Leyen ist ja heute nicht da. Habe ich Verständnis, die musste ja viel nachts arbeiten. Sie weiß jetzt, wie das ist. Ich kann Ihnen allerdings sagen, wenn die Bundesarbeitsministerin dieses Landes immer durch die Gegend saust und von den Kindern redet, für die sie sich ganz besonders verantwortlich fühlt, dann kann ich Ihnen sagen, Kinderarmut ist immer Armut der Eltern. Und wenn die Eltern arm gemacht werden durch nicht vorhandene Mindestlöhne, ist auch die Bundesarbeitsministerin persönlich dafür verantwortlich, wenn sie sich in dieser Weise verhält. Und weil wir auch wissen, dass insbesondere Frauen von Mindestlöhnen betroffen sind. Und weil wir wissen, dass von 3 Menschen, die unter 1.000 Euro verdienen, 2 davon Frauen sind, dann ist es zwar recht und schön, und das unterstützen wir, dass sich Frau von der Leyen dafür einsetzt, dass auch in den Führungsetagen Frauen sitzen. Es sitzen aber ganz viele Frauen in den Betrieben, die ihre Existenz nicht sichern können, weil diese Bundesarbeitsministerin und diese Regierung Mindestlöhne verweigert. Das ist ein Zustand, den Sie ändern müssen und nicht einfach ablächeln kann, meine Damen und Herren. Und jetzt zur FDP, weil ich da ja schon wieder den ein oder anderen netten Zwischenruf höre. Leistung muss sich lohnen, höre ich da. Die Leistung muss sich lohnen. Wissen Sie, was sich bei Ihnen lohnen muss? Offensichtlich die Abzockerei. Die soll sich bei Ihnen lohnen. Und weil ich vorher auch Ihre Generalsekretärin gehört habe in der Debatte vor, ich kann Ihnen nur sagen, wenn man sich dagegen verwahrt, dass die CDs veröffentlicht werden, in denen die zur Verantwortung gezogen werden, die Steuerhinterziehung betreiben, dann schützen Sie offensichtlich die Abzocker und die Steuerhinterzieher und kümmern sich nicht um die Menschen in diesem Lande, die den Mindestlohn brauchen. Das ist die Haltung der FDP. Und es ist unglaublich, dass eine Partei, die offensichtlich unter 5% ist, für Millionen der Menschen vernünftige Löhne verhindern kann. Ein unglaublicher Zustand in diesem Land. Meine Damen und Herren, die Anträge der Grünen und der SPD gehen in die richtige Richtung. Aber einige Fragen bleiben trotzdem. Die eine Frage ist 7,50 Euro Mindestlohn bei den Grünen. Jetzt sehe ich, dass mindestens, ja, ist ja recht und schön, mindestens. Jetzt weiß ich, dass Sie 420 Euro Regelsatz fordern im Arbeitslosengeld II-Bezug. Ich weiß nicht, ob Ihnen entgangen ist, dass dann bei einem Regelsatz von 420 Euro beim Arbeitslosengeld II-Bezug der Mindestlohn mindestens 87 sein müsste. Sonst sind alle, die diesen Mindestlohn von 7,50 Euro beziehen,
Da könnten Sie vielleicht mal die Luft anhalten, Sie ersticken ja fast. Ich kann nur sagen, jeder, der unter 7,80 Euro im Mindestlohn verdient, ist dann logischerweise berechtigt, Arbeitslosengeld II Bezüge zu beziehen, nämlich Aufstocker zu sein. Das kann doch nicht sein. Sie wollen doch nicht Mindestlöhne und gleichzeitig alle, die den Mindestlohn beziehen, in die Aufstockerei betreiben. Und zur SPD muss ich sagen, 8,50 Euro. Sie wissen genauso gut wie ich, dass jeder Lohn unter 9,46 Euro in der Stunde, wenn das 45 Versicherungsjahre sind, dazu führt, dass er, wenn er unter 9,46 Euro bekommt, dieser Mensch, hinterher eine Grundsicherung im Alter bekommen muss, weil seine Rente zu niedrig ist. Deshalb sagen wir, jeder Lohn unter dieser 7,80 Euro Regelung bei Ihnen, der führt dazu, dass Sie die Leute zu Aufstockern machen und der Staat die Löhne zahlen muss. Das, was Sie hier bemängeln. Und der SPD muss ich sagen, jeder Lohn unter dieser Grenze von 9,46 Euro führt dazu, dass Sie Menschen hinterher in die Altersarmut treiben. Deshalb sagen wir, 10 Euro ist schon richtig, was wir fordern. Und im Übrigen, ich kann auch Sie beide überhaupt nicht verstehen, warum Sie sich nicht ein wenig am Ausland orientieren in dieser Frage. Wir haben in Luxemburg einen Lohn von 9,73 Euro. Wir haben in Frankreich einen Mindestlohn von 9 Euro. Warum, bitte schön, machen Sie denn den billigen Jakob? Gehen Sie doch mal ein bisschen voran und machen Sie mehr als die anderen und nicht immer hinter den anderen herlaufen, meine Damen und Herren. Ich komme zum Schluss. Und deshalb möchte ich Ihnen noch sagen, dass in einer Umfrage der Hans-Böckler-Stiftung 70% der Bürger auf die Frage, ob sie einen gesetzlichen Mindestlohn wollen, geantwortet haben, ja. Übrigens, bei dem reichsten Fünftel der Gesellschaft waren es noch 57%, die sich für einen Mindestlohn ausgesprochen haben. Aber dass ihr Klientel ihnen davonläuft, haben sie ja schon gemerkt. Wenn die Bürger dieses Landes offensichtlich mehrheitlich mit dieser klaren Position einen Mindestlohn fordern und diese Regierung verweigert einen solchen, dann regiert diese Regierung gegen die Mehrheit der Bürger dieses Landes. Und das ist der eigentliche Skandal.